Nach diesem Video wirst du die besten Tipps für das Biologie-Abitur 2019 haben. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Für dich steht das Biologie-Abitur an und du stellst die Frage, wie kann ich mich darauf am besten vorbereiten? Dann kommen jetzt von meiner Seite die besten 5 Tipps, die du unbedingt beachten solltest, um die maximale Punktzahl in Biologie auch wirklich rauszuholen. Erstens, besonders gute Zusammenfassungen. Die Stoffmenge in Biologie kann wirklich überwältigend sein. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass du sehr gute Zusammenfassungen machst. Das bedeutet zum einen, dass die Zusammenfassung auch wirklich wesentlich kürzer ist als all das, was ihr im Unterricht besprochen habt in Form von Hefteinträgen, aber auch gleichzeitig, dass du nicht wirklich wichtige Details rauslässt. Bei dieser Gewichtung hilft dir am besten dein Lehrer einfach fragen, okay, was denken Sie, kommt wirklich ran, schau dir vielleicht auch nochmal die offizielle Ausschreibung vom Kultusministerium an, einfach alle Informationen, die du dazu bekommen kannst, um möglichst gut einzuschätzen, was ist auch wirklich wichtig. Und wenn du das dann hast, lass dir Zeit, also trödel nicht, aber lass dir Zeit bei der Zusammenfassung und versuch die wirklich richtig, richtig gut zu machen. Weil wenn du die sehr gut machst, dann kannst du dir extrem viele Dinge sparen, die du vielleicht gar nicht wissen müsstest, und kannst dich wirklich auf die Dinge fokussieren, die auch wirklich zählen, ohne Angst haben zu müssen, irgendwas Entscheidendes vergessen zu haben. Zweitens, jeden Tag wiederholen. In anderen Fächern würde ich sagen, hey, wenn du in Englisch, Deutsch, Mathe, was weiß ich, mal eine Pause machst, vollkommen okay. In Bio würde ich aber wirklich empfehlen, schau dir die Sachen jeden Tag an. Das muss nicht jeden Tag ewig lang sein, aber versuche es jeden Tag zumindest wiederholen. Denn es gibt die Ebbinghaus-Vergessenskurve, wenn ich den Namen noch hundertprozentig richtig habe. Die sieht im Prinzip so aus. Ja, es ist einfach halt, wenn du hier bei 100% von all dem, was du gelernt hast, bist, dann fällt das, was du dir gemerkt hast, sehr schnell ab. Und da du dir in Biologie einfach extrem viele Dinge merken musst, ist es sehr wichtig, dass du eben, bevor das wirklich hier wieder runtergeht, dass du es da schon wieder gelernt hast. Ja, also meistens nach einer Stunde schon wieder sinnvoll, das dich nochmal zu wiederholen. Also ein Bio macht oft rege Wiederholungen. Deswegen bitte keinen Tag komplett auslassen, weil ansonsten kannst du hier oben das die ganze Zeit gut gehalten haben und dann fällt es aber schnell wieder runter. Deswegen unbedingt jeden Tag anschauen. Wenn es nur ein bisschen ist, Hauptsache du rufst es dir wieder in den Kopf rein. Drittens, verstehen, was du verstehen kannst. Biologie hat auch so den Ruf von so einem klassischen Auswendiglernfach. Und natürlich musst du auch einige Dinge wirklich viel auswendig lernen. Aber gerade dadurch, dass die Stoffmenge in Biologie so hoch ist, tust du extrem gut daran, wenn du Dinge dir versuchst zu verstehen. Weil wenn du sie verstanden hast, dann musst du sie dir nicht mehr merken. Und das ist so wichtig, weil unser Kopf hat einfach in einer gewissen Zeitspanne von deiner Vorbereitung nur eine gewisse Merkkapazität. Und wenn du die überschreitest, dann wird es einfach schwer, noch weitere Informationen da reinzupacken. Allerdings, Dinge zu verstehen, wir können fast unbegrenzt Dinge verstehen. Deswegen versuch, die Prozesse, Abläufe, die man wirklich, hinter die man wirklich ja blicken kann und die man nachvollziehen kann, versuch die auch wirklich nachzuvollziehen, weil dann musst du ja weniger Dinge auswendig lernen und dann ist auch wesentlich weniger Stress zum Lernen. Viertens, Prüfungsangst unter Kontrolle bekommen. Dadurch, dass in Bio extrem viele Fachbegriffe sind, extrem viele Dinge, die du auch einfach auswendig gelernt haben musst, sind genau die Sachen, genau solche so fragile Sachen, die du einfach nur dir gemerkt hast, die sind extrem anfällig für Prüfungsangst. Ja, in Mathe, da kannst du auch Prüfungsangst haben, aber wenn du einfach das schon so in Fleisch und Blut übergangen ist, wie du die Aufgaben berechnest, dann wirst du das auch, wenn du ein bisschen nervöser bist, hinbekommen, weil es einfach nicht deinen bewussten Zustand braucht, sondern es läuft fast schon automatisch. In Bio musst du dich aber meistens explizit an gewisse Begriffe erinnern und die können dir bei zu hoher Nervosität oder sogar Panik einfach extrem schnell wieder entfallen. Deswegen kümmere dich da bitte unbedingt drum, find für dich eigene Techniken. Ansonsten unbedingt hier rechts oben in der Ecke unser Video zum Thema Prüfungsangst abchecken, damit du da auch bestens vorbereitet bist. Fünftens, Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Das ist, denke ich, eine Sache, die in Biologie eher untypisch ist, weil man denkt, oh, ich lese mir die Hefteinträge noch 28 Mal durch, aber irgendwann bringt dir das nicht mehr so viel. Ja? Was dir dann wirklich viel bringt, ist, wenn du Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben machst. Mach die alten Abiture durch, mach Übungen in deinem Buch, dass dir von deinem Lehrer welchen gebe, stell dir mit einem Lernpartner selbst Aufgaben und so weiter. Hauptsache, du machst Aufgaben, 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 weil am Ende geht es im Abitur nicht darum, wie viel du weißt, sondern immer nur darum, zu welchem Grad du die Aufgaben erfüllst, und deswegen musst du unbedingt es auch schaffen, Aufgaben richtig zu beantworten, die Operatoren zu kennen, sinnvoll auch die ganzen Dinge darzustellen. Deswegen üb das unbedingt im Voraus, weil sonst wirst du in der Abiturprüfung einfach sehr unvorbereitet auf die Umstände sein, und das wollen wir natürlich nicht haben. Wenn du dich ansonsten noch maximal gut vorbereiten möchtest, dann steht natürlich die Tür zu unserem Traumabitur-Coaching offen.
nicht ganz offen, weil wir nur diejenigen nehmen, wo wir merken, okay, da können wir wirklich helfen und die wollen auch wirklich Gas geben. Aber wenn du sagst, dein Abitur ist dir wirklich, wirklich wichtig und du willst dafür auch alles reinstecken, dann melde dich einfach unter diesem Video im allerersten Link in der YouTube-Beschreibung an. Dann werden wir mal miteinander telefonieren, quatschen, schauen, wo du stehst, wo sind deine Probleme und eben auch gucken, wie können wir dich zu deinem Traumabiturschnitt führen. Da freue ich mich drauf, deswegen einfach auf dem Link in der Beschreibung gehen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo.